Ein herzliches Willkommen zurück zu Star Wars Outlaws, dem vermutlich sehr textur- und grafikreichsten Spiel der Welt. Hust, hust. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Ich habe, warum auch immer, wieder einen Husten entwickelt. Deswegen stört es das hoffentlich nicht. Ach du Scheiße. Okay, gut. Genau, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir haben hier gegen Leute gekämpft, so zwischen Red Dead Redemption Eye, sag ich jetzt mal. Wir müssen mit dem reden, aber irgendwie geht das nicht, weil... Ach du Scheiße. Oh nein, das ist auch verbuggt. Oh. Wenn, dann spiele ich gleich nochmal das Game neu. Ah, jetzt. Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Sieht aus wie Guido. Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für heute mit deinen Toshara, nee. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit ihm. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Ich denke, ja. Gut, dann gehen wir auf den Speedo. Wow, schick. Naja. Was die in Star Wars als schick bezeichnen, weiß ich ja jetzt nicht. Mir graut es. Natürlich sind wir perfekt hier gespawnt. Da ist ordentlich Bums hinter. Naja, weiß ich jetzt nicht. Oh, okay, man kann seine Maus nicht bewegen. Egal. Wir reparieren das Schiff, fliegen zu den Kernen und drehen ein großes Ding. Jetzt, wo waren jetzt die Steuerung? Oh mein Gott. Ja, jetzt ist die Frage, wo wir lang müssen, ne? Ach da. Ah ja, okay. Ja, also, ich sag mal so. Ich weiß nicht wieso, aber ich werde hier... Ah, okay, man steuert... das ist scheiße. Gut. Boah, ich will hier lang. Also spannend ist was anderes. Oh, warte mal. Also... Wow, 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 was? Noch mehr Banditen? Ach, kommt schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Alles gut da hinten, Kumpel? Ich weiß. Was machen oh wir Gott. Hier bloß? Wow, oh mein, nee, oder Ubisoft, das ist nicht euer Ernst. Digga, das ist doch nicht euer Ernst. Wenn ihr doch sowas macht, like Verfolgungsjagd, da macht doch wenigstens nochmal das RAM-Gameplay rein. Ah, die Farm kenne ich aus irgendeinem Video. Alles klar, Kay. Du findest Gorak oben im Makral. Das ist die beliebteste Kantine in der Stadt. Nee, oder? Nein, nein. Scheiße. Naja, Animation. Mal wieder beste Hust-Hust. Kann man den jetzt wieder klauen? Natürlich nicht. Scheiße. Digga, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Leute. Also langsam wird's lächerlich. Also... Everyone knows. Oh Gott. Jeder weiß, was für ein Game er sich nicht holen wird, nämlich das neue, das demnächste Assassin's Creed, weiß nicht, Shadows, glaube ich, was rauskommt, ne? Sag schon, Wacker, was springt für dich dabei raus? Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 85
Leitung gebaut. Und in den Logs habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher. Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Hä? Ach egal. Ich kann nicht absteigen. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Okay. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut. Ich überleg mir was. Ja gut, ich kann nicht absteigen. Ich würde ja gerne, aber... Ah, er muss man. Okay, was für eine bescheuerte Sache. Gut, ich weiß auch, wo wir sind. Ich bin sauber, wenn Sie das meinen. Ja, ja, halt mal, komm. Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar. Sicher. Sie sind Thorin Valarion? Das bin ich. Mhm. Aha. Alles klar. Gehen Sie weiter. Kann ich dich bitte erschießen? Schade. Das wäre cool gewesen. Ja, die üben nur Macht aus, das ist ja klar. Ich muss mal gleich, Ja, wir müssen hier lang, okay. Wie, mal wieder eine Bar, was auch sonst. Ach du Scheiße, Leute, ehrlich nicht. Oh. Nee, Freunde. Ehrlich nicht. Ja, hä? Ich bin noch hier beim Lokal. Ah, lol. Ah. Du willst doch. Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und. Ja, das. Oh, perfekt. Danke. Ach, ich dachte, man könnte das bestätigen. Oh, scheißegal. Mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Na, zum Glück habe ich. Da hat dich jemand aufs Kreuz gelegt, Kleine. Scheiße. Spezialeinladung. Oh. Die hat gerade nicht erzählt, das war nur ein Test, ne? Komm mal bitte zu glaubenden Typen. Wo ist der? Der Betrüger ist weg. Feuerklar. Ja, warum können wir den finden? Warte mal. Korrupter. Was? Kanto? Das macht gar keinen Sinn. Ah ja, hier ist der Gleiter. Schade. Gut. Okay, irgendwie müssen wir jetzt nach da oben rein. Okay. Verstehe schon. Ja, ich verstehe. Vielleicht kann man hier... Ja, nee, das ist ja egal. Das ist die Frage. Ah. Mach die mal für mich auf, Nix. Aha, guck mal. Machen wir es so. Gut, da haben wir es wieder. Perfekt. Wir machen jetzt beides. Wartet mal. Oh, ich bin dumm. Okay, wir machen doch nicht beides. Das ist ja dumm. Tut mir leid, I'm sorry. Ja. Rein. Interessant gebaut, auf jeden Fall. Na gut, dann also auf zu Gorak. Damn. Och. Wieso immer Katz? Egal. Hm, sieht aus wie ein Unterboss.
Das ist Gouverneur Thordens Stadt, nicht ihre. Oh. Schaff ihn raus. Und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich habe genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Der Skin backt so rum, egal. Der ist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hier reinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Völlige Zeitverschwendung. Lol. Opfer. Guter Junge. Ja, ich muss ein bisschen auf meine Stimme achten. Es tut mir leid, wenn ich weniger rede. Ich kann aber einfach nicht. Es ist im Moment ein bisschen scheiße. Lass es so einfach wieder hochfahren und alle umbringen, ey. Du stiehlst deinen Pike unter Boss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danker. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Ja. Ich kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Oh. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Apropos. Ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihnen, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Vor, es gibt Datenpuxel drin. Gut, dann, ich werde das wahrscheinlich in zwei Parts cutten. So, Pike-Syndikat dürfte ich, ach stimmt, wir können noch mit den Syndikaten, sag mir bitte, ich weiß das nicht, aber gibt's hier Jabba? Oh mein Gott, dann liebe ich das Game. Was ist das denn? Elektrofernglas, aha. Boah, ich hoffe, es gibt Jabba hier drin, ne? Wenn das hier gibt, dann liebe ich das Game. Aber auch so, wie er sein soll, mäßig. Ich werde das Game jetzt hier in zwei Folgen cutten, wahrscheinlich zwei lange Folgen. Ich werde. Goraks Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Und dann. Besorg dir die Datei SK01. Im zweiten Part mache ich die Performance besser. Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Och, du bist so dumm. Sorry. Okay. Gut, lassen wir das mal. Jetzt ist die Frage. Ah, hier, okay. Infiltriere Goraks Basis. Hallo, Wacker. Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast drauf gegangen. Gorak erinnert sich. Wohl noch an mich, aha. Noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Geil. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Ja, klingt einleuchtend. Ich. Ja, wir haben nur dürftig. Dürftige Dings. Ja. Oh ja. Du weißt doch, wie Pechsträhnen sind. Bis morgen gewinne ich alles zurück. Guck mal, ich weiß doch schon, wo lang es geht. Das Traurige. Und nicht das Traurige, das Schlimme ist halt, man erkennt hier zu sehr, wo es lang geht wieder.
Man soll's, also ich find's ja gut, wenn man's erkennt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Interessante Animation war das jetzt gerade. Wo müssen wir denn lang? Hä? Jetzt ist halt die Frage, ne? Wo geht's lang? That's the question. Hä, bin ich dumm? Doch hier, oder nicht? Ne. Ah, das ist gar kein Weg, oder wie? Das ist schade. Okay. Dann müssen wir einen anderen finden. Dann nehme ich zurück, das mit dem... hier vielleicht. Wobei, wisst ihr, was wir auch einfach machen könnten? Ach so, nein, nicht steh... egal. Geil, hä? Das merkt er überhaupt nicht, Digga. Hey, hol's dir. Hä? Aber was ich mich jetzt frage, ist... Digga, das merkt man noch, oder? Tch, Granaten einfach. Ablenken. Lenk sie ab, Nix. Hä, aber das... An denen kann ich doch eh vorbeigehen, hä? Ja, das Ding ist, ich ver... Okay. Nix, es ist Showtime. Komm! Interessant. Es juckt ihn einfach nicht. Dankeschön. Kleiner Wichser, Alter. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Hallo! Digga, das ist doch. Das ist nicht dein Scheißernst, oder? Du hattest recht. Die, Hä? Jetzt ist das erst getriggert. Es gibt eine andere Möglichkeit. Einen Luftschacht um die Ecke. Aber Kay, wenn sie dich sehen... Ich weiß, das wäre nicht gut. Leute, Luftschacht um die Ecke, das Ding ist, ich bin doch hier schon. So. Ich weiß ja jetzt nicht, aber... Wisst ihr, es nervt mich einfach an gewissen Punkten... Also, oh, warte mal, ich meine den hier... Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Die Entwickler haben einiges verkackt, finde ich. Aber nein, nein, gut, nur gut. Aber das ist auch schon wieder sowas. Jetzt, hier ist kein Lüftungsschacht, nichts. Das Ding ist, das ist schon wieder scheiße. Jetzt kann ich 7 Minuten Gameplay rauscutten. Weil ich hier das Ganze finden muss. Ah, hier, guck mal. La la la, deine Mutter. Was? Welcher Vollidiot hat Inventar? Ah, Leute. Es gibt. Okay. Oh, oh je. Boah. Mir wurde gesagt, dass du angekommen bist. Du kommst von der Terrasse im 2. Stock aus rein. Von dort erreichst du dein Ziel. Na dann. Wie lange beobachtest du mich schon? Verstehe. Ja. Ja, jetzt ist die Frage. Ah, wir müssen hier unten lang. Ach, Digga, Digga, Digga. Nee. Echt nicht. Komm, wir bestehen immer. Das. Nix. Hol die Beute. Junge. Das ist doch echt nicht euer Ernst, Ubisoft. Ehrlich nicht. Gut, egal. Los. Geht weg. Verpisst euch. Ich will ja nichts sagen. Also, die sollten mich eigentlich schon sehen und die laufen unrealistischer als so ein. Egal. Die könnte ich von hinten.
Ja, das... Oder nicht das Problem, sondern ein Problem ist... Kann das sein, dass ich ne... Ach, dort der... Ja. Showtime, Kumpel. Danke. Danke, richtig, richtig geil. Interessant, wie die reagieren. Naja, egal. Gut. Muss jeder, also Ubisoft für sich selbst entscheiden, wie sie es lösen wollten. Nix, da. Scheiße. Nein, nicht stehlen. Verdammt. Du sollst ablenken. Ja, gut. Ja, super. Ja. Kann sich an alles heranpirschen. Willst du mich doch verarschen? Angreifen, komm. Ach ja, komm. Ich dachte, man muss da... Hä? Man kann gar nicht kämpfen? Hä? Man kann nicht kämpfen? Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das... Also das ist jetzt, das ist ein Scam. Das ist mega der Scam.